Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Wie ihr gesehen habt, ist der Akimbo Shotgun Revolver eine ziemlich starke Sache. Das Ding haut absolut rein, ist vielleicht sogar ein bisschen OP, könnte vielleicht sogar gepatcht werden. Trotzdem spielen derzeit sehr viele Leute damit. Und damit ihr auch damit spielen könnt, damit ihr auch eine Chance habt gegen den Revolver, zeige ich euch heute, wie man die Klasse am besten zusammenbaut, um die Gegner damit schön auseinanderzunehmen. Wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Für weitere Videos lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und wir springen mal zur Klasse. Neben dem Akimbo Shotgun Revolver habe ich natürlich auch eine Fernkampfwaffe mit dabei. Das ist hier bei mir einfach die M4 mit dem Setup. Ich liebe das Ding einfach, ich komme damit richtig gut klar auf Entfernung, deswegen spiele ich das Ding eigentlich fast bei jeder Klasse, wo ich dann eben noch eine Nahkampfwaffe dabei habe, denn der Revolver bzw. der Shotgun Akimbo Revolver, der ist eher für den Nahkampf und für mittlere Distanz gedacht. Damit kann man natürlich auf Entfernung nichts reißen, deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man da noch irgendwas mit dabei hat. Vielleicht eine Sniper, vielleicht aber eben auch ein Sturmgewehr. Bei den Extras habe ich Kaltblütig, Geist und Eifrig mit dabei. Das Schöne an diesem Revolver ist, dass das eine Sekundärwaffe ist und man braucht hier kein Overkill. Das heißt, man kann direkt mit Geist starten, was ich sehr angenehm finde. Das heißt, man muss nicht irgendwie zwei Loot Drops finden, wenn man dann Geist haben will und eben mit Overkill zwei Waffen haben will. Denn man kann ja eben beim ersten Drop dann mit Overkill zwei Waffen rausholen und beim nächsten Drop kann man sich dann Geist holen und kann einfach seine beiden Waffen wieder aufheben. So hat man dann eben zwei Waffen und Geist mit dabei. Aber das kann man sich eben sparen, indem man hier direkt Geist mit dabei hat. Weil das Ding zwar eine Sekundärwaffe ist, aber eigentlich so reinhaut wie eine Primärwaffe. Beim Primärausrüstungsslot habe ich derzeit immer die S-Mine oder C4 mit dabei. Da muss man einfach gucken, was man lieber spielt. Und beim Taktikslot habe ich derzeit ganz gerne Stim mit dabei. Aber auch, weil in meinen Teams oft einfach Leute mit dem Herzschlagsensor spielen. Das heißt, damit das nicht doppelt gemoppelt ist, nehme ich halt was anderes mit. Aber kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zur Sekundärwaffe, zum Shotgun-Revolver. Die Waffe, die ihr da spielt, ist eben der Revolver, der 357-Revolver. Der, muss ich sagen, erstmal nicht so wirklich geil ist, der aber verdammt geil wird, wenn man hochspielt. Und man muss den auch ein Stück hochspielen und man muss auch den Akimbo-Aufsatz extra noch freispielen. Das heißt, falls ihr die Waffe schon gespielt habt in der Vergangenheit und vielleicht alle Aufsätze schon habt, müsst ihr den Akimbo-Aufsatz nochmal extra freispielen, weil der ist neu mit dabei. Der kam irgendwie mit einem Patch vor, keine Ahnung, 2-3 Monaten und war nicht von Anfang an mit am Start. Den Akimbo-Aufsatz bekommt ihr aber auf jeden Fall hier bei Extras. Das ist eben der allerletzte und was ihr dafür machen müsst, ist in 5 Spielen 3 Kills machen mit dem Revolver. Wichtig ist dabei auch, dass man die Spiele zu Ende spielt. Wenn ihr davor quittet, dann kann es sein, dass es nicht zählt. Das heißt, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ich habe dann als Lauf den 357 Langlauf mit dabei für eine bessere Reichweite, für eine Kugelschnelligkeit und für eine Rückstoßkontrolle. Verdammt geiler Aufsatz. Und ja, das Bewegungstempo geht ein bisschen runter, finde ich aber nicht wirklich schlimm. Das ist eine Pistole, man ist immer noch schnell unterwegs. Und ein weiterer Nachteil ist, dass die Zielvorrichtungsgeschwindigkeit runtergeht. Das macht aber nichts aus, wenn man eh Akimbo spielt. Das ist eine ganz geile Sache. Dann sollte man bei der Klasse noch den 5 mW Laser mitnehmen. Der sorgt dafür, dass man aus der Hüfte genauer schießen kann. Genau das will man, weil man ja immer aus der Hüfte schießt, weil man zwei von diesen Dingern mit dabei hat. Und Sprinten zum Feuern-Tempo wird auch besser. Das heißt, die Waffe ist nach dem Sprinten schneller bereit. Das heißt, man kann mit der Waffe schön zu den Gegnern hinrushen, hat die Waffe dann direkt bereit und kann schießen. Nachteil ist, dass der Laser für Feinde sichtbar ist, finde ich aber in den meisten Fällen nicht wirklich schlimm. Man ist ja eh meistens im Nahkampf und die Gegner wissen eh, dass man gerade kommt und dass man da ist. Beim Abzug würde ich dann den leichten Abzug mitnehmen. Der sorgt dafür, dass die Schussrate hochgeht, was man natürlich gerne haben will und sorgt zwar dafür, dass die Zielstabilität ein bisschen schlechter wird. Das ist aber nicht wirklich schlimm, weil man eh im Nahkampf schießt und aus der Hüfte schießt. Es gibt noch einen zweiten Abzug, bei dem wird die Zielstabilität auch noch besser. Allerdings geht die Präzision aus der Hüfte runter. Was auf jeden Fall dafür sorgt, dass die Waffe dann nicht mehr ganz so geil funktioniert auf mittlerer Distanz. Deswegen würde ich auf jeden Fall den leichten Abzug mitnehmen. Und was man natürlich auch braucht, und das ist wohl das Allerwichtigste, bei der Munition muss man natürlich Schrotschuss mitnehmen. Das ist ja die ganze Idee bei der Waffe, das ist der Clou bei der Waffe. Es ist so, dass diese Waffe, dass dieser Revolver dann einfach Shotgun-Munition verschießt. Man muss nicht direkt auf dem Gegner sein, man hat einen wirklichen Streuradius, wie eben bei Shotguns. Der Schadensradius wird eben größer, wie es hier steht. Das ist eine geile Sache. Die effektive Reichweite geht zwar runter, das Ding, ihr seht es in den ganzen Gameplays, ist trotzdem noch absolut krass im Nahkampf sowieso und auch noch auf mittlerer Distanz. Das heißt, ja, das Ding macht absolut Spaß, nimmt Schrotschuss mit, damit wird das Ding ein absolutes Biest und ohne Schrotschuss müsste die Waffe eigentlich nicht spielen als Sekundärwaffe. Da gibt es dann, denke ich, bessere Alternativen, zum Beispiel den Raketenwerfer. Ich kann euch nur nahelegen, mit dem Shotgun Akimbo Revolver mal ein bisschen zu spielen. Ihr werdet damit Gegner zerstören, mit Garantie. Außer die Gegner spielen auch damit.
Und das machen viele, deswegen das Video. Wir springen jetzt noch in ein Gameplay mit dem Akimbo-Revolver. Ich habe die Gegner damit noch ein bisschen auseinandergenommen. Bleibt auf jeden Fall dran, ist geiles Gameplay. Ja, ist ausgestiegen. Hier rennt einer. K.O. Hab ich gefinisht. Bestätigt, schönes Ding. Hier rennt einer. K.O. Nice, der andere ist in Süden in dem ersten Ding gewesen. Hier rennt einer, K.O. Oh, hinter mir. Oh Gott, damit. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das sind zwei Teams. Alter. Okay. Hier oben. Ich muss, Schildbreak. Schön, schön, schön. Ich heile mich hoch, ich hoffe, es sieht mich nicht. Knock. Nice, nice, nice. Gute Arbeit. Einer kommt noch aus Westen. Belastet einer oben. Dann. Schildbreak, K.O., einer oben. Hab ihn gefinished. Nice. Der andere ist Polizeipräsidium gelaufen. Okay, ich heile mich hoch, dann komme ich. Und im Osten waren auch noch mal welche, die dürfen wir nicht vergessen. Ja. Links rum. Linke Seite, ja. Auf dem Fahrzeug. Hab ich. Schön. Null. Das war frech von ihm. Der kleine Schlawiner. Oh mein Gott. Da oben. Auf das Building. Ich kann nicht markieren. Da oben drauf. Auf okay. Das. Der hat mich wahrscheinlich gehittet. Schildbreak bei dem. Gute Markierung. Achtung, die da links, die sind noch wild. Ich gehe hier in das Gebäude. Oh, über mir. Lol. Ah, oh, beide. Lol. Auf dem Dach. Damit habe ich nicht gerechnet. Och, okay, Mann. Ich schaue, ob ich da hoch kann irgendwie. Oh. Glückwunsch dafür. Ich hätte reingehen sollen, ne? Die werden da jetzt oben bleiben bis zum geht nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man da sinnvoll was machen kann. Ach, du bist schon oben. Ja. Du hast eine gute Pose hier oben. Ja. Das ist eins gegen eins. Gegen eins. Ja. Ich glaube, die Endzone ist sogar auf dem Dach hier. Unter dir, genau. Ja. Waffen, Alter. Sehr schön. Man munkelt, dass die etwas OP ist. Hinter dir. Ah, ja. Ja, easy anscheinend. Ja, Fantu so. Let's go! Von da? Oh, bei mir. Hab einen. Es sind zwei da an der Markierung. Einen hab ich, einen hab ich. Oh, das war der. Aber es fehlt noch einer. Grüne Markierung, ne? Okay. Team. Wo geht's denn überhaupt hoch? Ah, da hinten. Wait. Ich bin im Boden drin. Oh no. What? Nee, du hast geleckt. Ja, ich weiß, aber lul. Ich war gerade einfach im Boden drin. Dein Internet ist so ripped, ne? Mein Internet ist leider vollkommen ripped. Oh mein Gott. Hab ihn. Oh. Junge, wie die wussten, dass wir kommen. Bitte. Oh mein Gott, Alter. Macht safe, ne? Die müssen weg da. Ja. Hab einen Knock. Schön. Der andere ist da hinten. Der hat seinen Mate verkauft. Ich push den ein. Links irgendwo. Ja, grüner Marker. Shieldbreak. K.O. Ja, hier auch. Im Osten. An dem Hügel unten. Im Haus oder? Nee, an dem Hügel hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht mehr. Hier rennt einer. Shieldbreak. Ja, ich sehe ihn nicht von hier aus leider. Ja, und ich wurde nochmal von irgendwo angehittet. Hört sich nach mehr an. Ja, zwei mindestens. Ich werde hier links move. Shieldbreak bei dem einen drin. Schön. K.O. Nur nochmal getroffen. Nein, ich habe ihn nicht erwischt komplett. Einer rennt hier noch. Oh, vor mir. Gustav da. Ja. Einer knock. Schön, hier waren nochmal ganz schön viele Explosionen. Der ist einer reingelaufen. In das. Einer holt sich da gerade schön. K.O. Schön. Der holt den gerade. Kann ich den so treffen vielleicht? Nee. Er hat den geholt. Hier, wo wir jetzt sind, ist die Ridge praktisch. Es sind halt noch zwei Teams, ne? Hier. Zwei. Einer K.O. Einer knock. Nice. Kriegst du mich? Ja, ja danke. Es sind halt noch zwei Teams, ne? Links können ja auch noch welche sein irgendwo. Ich muss warten, bis ich wieder Leben habe. Einer, die rennen hier. Einer links, down. Team ausgelöscht. Let's go!